Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hier ist wieder euer Hunter Gain. Ich bin auf der Fischerburg mit einem Standardgefecht mit der SU-8, eine Tier 6 Arti der Russen. So, die Daten über diese Arti, sie verfügt über 88mm durchschlagende, panzerbrechende, ich habe mich jetzt gerade echt voll versprochen. So, das ist HE. Er hat einmal insgesamt 26 Schuss, kann dieses Fahrzeug mitnehmen. So, merkst du mal diesen Fokker. Diese AT verfügt über 270 Live, kann 26 Schuss mitnehmen, hat mit der HE-Granate einen mittelmäßigen Damage von 910. So, ich habe gesagt, merkst du mal den Fokker. So, zielen, bisschen schlecht geaimt, abgedrückt und erwischt. Da habe ich einfach mal einen VK3601H gewonshottet mit 950 Live und wie ich gleich zeige, ich mache 910 Damage. Das steht auf jeden Fall da. Ich weiß, dass es mehr werden kann, aber ihr wisst ja. So, wieder erstmal, ja, nice, gute Runde. Gleich mal erster Schuss, Kill, Full Life, naja. Dann, ich ziehe vor einen Gegner, dann sehe ich, da kommt der Tiger 1. Tiger 1 ist das Lieblingsziel, was ich habe. Tiger 1 ist der beste Panzer, um drauf geballert zu kriegen. Tiger 1 wird auch sehr schnell zerbombt. So, er fährt zurück. Ein Verbündeter steht ihm im Weg. Der Verbündete stirbt. Er bleibt stehen, ich drücke ab. 334 geschellt, gut. So, weitere Daten, die Heat-Granate, die ich dabei habe, hat einen Durchschlagkraft von 250 und einen Damage mit 700. Also die Granate benutze ich vielleicht, wenn ich mal in Nahkampf kommen sollte. So, hier sage ich, ich ziehe auf die Hellcat. So, erklärt mir das mal. Ich habe nachgeladen, die Hellcat weiß nicht, dass sie gespottet ist. Ich klicke drauf und sie fährt sofort zurück. Gibt es da irgendwie so einen Mod, dass man das verhindern kann? Weil ich habe das verwundert. Mir passiert das manchmal immer wieder. Und ich würde da gerne echt mal wissen, was da los ist. So. Auf jeden Fall, wieder den Tiger 1. Ich bleib stehen. Ziele. Der Prinz ist ein Freund und schießt dabei den T25 so ab. Ich ziehe dabei auf den Tiger 1. Ich drücke ab. 564 Live bleiben übrig beim Tiger. Der Schuss müsste jetzt langsam aber sicher mal kommen. Ich weiß gerade nicht, wo das ist. Warte mal kurz. Ja, da sehe ich den Schuss. So. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Und hier ist der Streifen vom Schuss. Und da ist der Schuss schon angeblich rein. Also, das sollte man mir vielleicht mal erklären, warum das so aussieht. Nun ja. Wir sind jetzt schon hiermit bei 1900. Es müssen jetzt 1860 Damage. Mei, Leute, also das Ziel muss ich auch nochmal lernen. Also sind ja 910 und 950, das sind ja wohl. So, diese Hellcat, die ist mir auch echt ein lustiger Treffer. Ihr seht's, ich bin noch komplett uneingeaimt, gerade ist hingeaimt. So, zielen, sage, kann ich die Hellcat angreifen, einen Schuss, nächsten. Sie fährt wieder vor, ich habe abgedrückt und da treffe ich sie. So. Jetzt müsste ich bei 2000 Damage liegen in etwa. Schätze ich jetzt mal, ich weiß das nicht genau. Ich kann jetzt von hier aus nicht so gut sehen. Auf jeden Fall. Ja. Wir schaffen keine Arti mehr. Wir schaffen das nicht mehr. So, der Krummelschuss. Wenn ich mir den genau mal angeschaut hatte, der hat die getroffen. So, wir haben gewonnen. Wir sehen uns dann gleich wieder, werden wir uns die Statistiken anschauen und viel Spaß noch. So, willkommen zurück bei Hunter Gain. Ja, ich habe hier die Daten. Ich habe von meinem Team aus den meisten Damage mit 2000, 3 Kills und 726 Erfahrung. So, 8 Abschüsse abgegeben, 4
Direkttreffer 4, durchschlagende Treffer 4, 1986 Damage, 28.000 Plus und 5.717 Erfahrung insgesamt. Ich hoffe, euch das Video hat gefallen und ich hätte gerne ein Like und wünsche euch noch einen schönen Tag. Have fun und roll out!